Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Australis in Firefox Nightly. Die Entwickler haben einige Zeit an Australis gewerkelt. Der Name klingt mystisch, ist allerdings recht simpel erklärt. Es handelt sich dabei um die Zukunft der Firefox-Benutzeroberfläche oder Neudeutsch User Interface oder Neudeutsch abgekürzt UI. Australis ist ab sofort in Firefox Nightly enthalten. Laut eigenen Angaben ist der finale Anstrich noch nicht getätigt oder trocken und man arbeitet noch daran. Um diese Arbeiten so schnell wie möglich abschließen zu können, wollte man Australis einer breiten Masse zugänglich machen. Weiterhin will man mit Australis erreichen, dass sich Firefox plattformübergreifend so ähnlich wie möglich anfühlt, was natürlich mehr als vorteilhaft ist. Die Tabs sitzen nun weiter oben am Rand und somit ist mehr Platz auf dem Bildschirm. Weiterhin hat man die Toolbar auf diese Dinge oder Aktionsbuttons beschränkt, was Anwender am häufigsten tun. Über ein Menü auf der rechten Seite findest du Sachen, die man nicht ganz so häufig, aber regelmäßig braucht. Unter anderem auch der Inkognito-Modus. Mithilfe eines Editors kannst du Firefox Australis allerdings genauso anpassen, wie du das gerne hättest, sprich Schaltflächen verschieben, hinzufügen, wegnehmen und so weiter. Na gut, klingt alles toll, probieren wir aus. Bei Firefox Nightly kannst du dir die kommende Version des Mozilla Browsers für Linux, Android, macOS X oder Windows herunterladen. Und zwar hier auf der Seite nightly.mozilla.org. Einfach Paket für Linux herunterladen, entpacken und dann kann es losgehen. Mein Firefox-Verzeichnis mit Firefox ist im Home-Verzeichnis. Also wechsle ich ins Verzeichnis Firefox mit CD-Leerzeichen Firefox. Und jetzt kann ich Firefox starten mit Punkt, Schrägstrich, Firefox. Tatsächlich bringt Australis mehr Platz mit sich, kommt aber nicht ganz an Googles Chromium heran. So sieht Australis aus, wenn du den Browser mittels F11 in den Vollbildmodus schickst. Die URL-Zeile verschwindet, wenn der Mauszeiger nicht mehr darüber liegt. Hier ist die Bookmark-Anzeige, gleich daneben die Download-Anzeige, der Home-Button und dann das Menü auf der rechten Seite. Das Menü zum Anpassen von Firefox funktioniert ebenfalls schon sehr gut. Weiterhin sieht die Oberfläche tatsächlich homogener aus und wirkt kompakter. Bisher hatte man bei Firefox dann und wann den Eindruck, dass ein Element mit dem Holzhammer reingedroschen wurde und es hat sich wie ein Fremdkörper angefühlt. Bei Australis ist irgendwie alles aus einem Guss. Firefox 28, das wird die Version sein, die aller Voraussicht nach die neue Oberfläche mit sich bringt. Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, aber das Warten lohnt sich bestimmt. Mutige können natürlich schon mit der Nightly-Version hantieren, sollten aber mit Bugs rechnen. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!